Heute in den Gas und Mühl Spezial, Mathe trifft Medical. Mehr dazu nach dem Intro. Herzlich willkommen zu den Gas und News. Heute mit einer Spezialsendung über die Corona-Pandemie. Der Mathe-Leistungskurs der Q1 hat dafür ein paar Statistiken zur Corona-Pandemie ausgewertet und wird diese jetzt vorstellen. Euch viel Spaß dabei. Wir beschäftigen uns heute damit Triage durch Corona, also die Entscheidung zwischen Leben und Tod in der Medizin. Gerade im mathematischen Kontext bezogen auf die Kapazität an Intensivbetten, die dann halt langsam kritisch werden, wenn die Zahlen weiter so steigen. Unsere Zahlen beziehen sich hier auf den Bereich vor dem 1. November, also bis Ende Oktober, und wir starten erstmal mit einer kleinen Einführung in der Sache Medizin. Genau, also jetzt kommen wir erstmal zu den Transmissionswegen, also den Übertragungsweisen, die Corona überhaupt von Mensch zu Mensch übertragen wird. Als erstes gibt es die Infektion über respiratorische Sekrete, also die Sekrete, die durch die Atemwege aus dem Körper herausgetragen werden, zum Beispiel über Husten oder Niesen oder so. Dabei sind vor allem die kürzlich kontaminierten Gegenstände ein Problem, die man dann bewegen, berührt, und deswegen ist das Händewaschen und das Desinfizieren auch so wichtig. Im medizinischen Kontext sind vor allem Intubation, nicht invasive Beatmung und das Absaugen aus den Atemwegen ein weiterer Faktor, wie das Coronavirus übertragen werden kann. Und gleichzeitig ist die fäkal-orale Übertragung bisher noch nicht dokumentiert, also da weiß man noch nicht, ob das wirklich bestätigt werden kann. Und dazu kommen dann noch die aerogene Übertragung, das heißt durch infektiöses Aerosol, also die Lösung von Flüssigkeiten in der Luft, wie zum Beispiel das Ausatmen an sich. Hier kommen wir zu den Überträgern. Also das typische Bild ist halt Mensch zu Mensch. Da rechts kann man sehen, was der R-Wert überhaupt bedeutet, wenn der steigt. Das heißt, welche Infektionsketten wie stark sich ausprägen, wenn eine Person mehr als eine Person anstecken würde. Und wenn es um die Tiere geht, dann ist es nicht bekannt, dass das über Haustiere übertragen werden kann. Zumindest laut WHO gibt es keine Evidenz dafür. Allerdings ist der angenommene Ursprung von dem ganzen Coronavirus, wie wir alle wahrscheinlich wissen, dieses Tier, was infiziert war und von Menschen auf einem Markt in Wuhan gegessen wurde. Zum Thema Immunität. Also es gibt erstmal keine Grundimmunität in der Bevölkerung, da dieses Virus neu ist und deswegen wenige durchgemachte Infektionen zu einer Immunität führen können. Allerdings ist davon auszugehen, dass es eine Reinfektion eher unwahrscheinlich, ist. Aber das kann man nicht zu 100% ausschließen. Dann gibt es noch weitere Einflussfaktoren auf die Epidemiologie. Und zwar einmal die solchen schutzpolitischen Maßnahmen, das heißt die Verhinderung von hoher Übertragungsdynamik, wie zum Beispiel den R-Wert, den wir vorhin gesehen haben. Und deswegen ist das Nachverfolgen von Infektionsketten ein wichtiger Faktor, um die Verbreitung einzuschränken. Das heißt, auch das Melden und Überwachen von Infektionszahlen, vor allem die Aufklärung der Bevölkerung in den Medien, trägt zu einem größeren Bewusstsein bei und dadurch zu einer geringeren Infektionszahl. Außerdem gibt es einen Umweltfaktor, der eine größere Rolle spielt, und zwar die Außentemperatur. Denn je höher die Außentemperatur ist, desto effektiver ist die Abnahme der Reproduktionszahl. Das heißt eigentlich im Grunde, im Sommer ist die Ansteckungsgefahr geringer als im Winter. Zuerst einen kleinen Block zum Nachvollziehen von Kontakten. Im Schnitt werden laut Tagesschau und Gesundheitsämter meistens über 50% der Fälle nicht zurückverfolgt. Das ist einfach von den derzeitigen Kapazitäten nicht möglich.
weil wir eben eine Person meist nur 2 bis 3 Fälle am Tag schafft und somit die Gesundheitsämter momentan sehr überlastet sind. In den anderen Feldern wird die Kontaktverfolgung meistens sehr verspätet, deswegen haben wir auch nachher bei den Zahlen große Verschiebungen und runden zur Sicherheit meistens ab. Weil wir jetzt den mathematischen Weg sehr auf die Intensivbetten beziehen, schauen wir uns hier die momentanen Kapazitäten an Intensivbetten an. Die gesamte Zahl von derzeit freien Low-Care und High-Care liegt bei ca. 7000 freien Intensivbetten und es gibt eine angeschaffte Notfallreserve von momentan 12.401. Also wir haben dann gesamt ca. 20.000 Intensivbetten, die dann noch gefüllt werden könnten. Dann werden wir gleich, diese 1,1% werden gleich bei den nächsten Diagrammen öfters auftauchen. Wenn man sich die aktiven Infektionen anschaut und dann die Belegung der Intensivbetten, dann wird man merken, dass dieser Faktor genau dem entspricht. Also 1,1% der aktiven Infektionen belegen dann auch gleichzeitig ein Intensivbett. Und somit, also das ist sehr abgerundet, weil diese Zahlen sich natürlich sehr verschieben, weil die aktiven Infektionen und Intensivbetten natürlich sehr verschoben sind. Jedoch rechnen wir dann mit der Zahl, die es hat. Die erste Entwicklung ist, wenn wir die durchschnittliche Änderungsrate der letzten 2 Monate betrachten, das heißt dort raus den Mittelwert oder den Durchschnitt bilden, dann merken wir, dass wir auch Ende des Jahres die 20.000 noch lange nicht erreicht haben, wenn halt die Zahl bei 1,1% bleibt. Zu den 1,1% noch ein kleiner Nachtrag. Laut RKI merkt man auch, dass immer mehr ältere Menschen infiziert werden. Darum ist es auch so, dass die 1,1% sehr gering geschätzt sind, weil die älteren Menschen meistens einen kritischeren Verlauf der Krankheit zeigen. Wenn wir jetzt uns nur die letzten 3 Wochen im Oktober anschauen und dort die Änderungsrate verwenden, um die Intensivbetten uns anzuschauen, merken wir schon, dass wir so um den 6.7.12., also kurz nach Anfang Dezember, schon die volle Kapazität erreicht hätten. Und was wir jedoch merken, wenn wir uns die Zahlen genau anschauen und die Änderungsraten eben in diesem Zeitraum uns ansehen und auch, dann merken wir, dass es eben eine lineare Regression möglich ist. Also die Änderungsraten steigen immer mehr an. Die Schwankungen sind dadurch zu erklären, dass wir eben, dass durch die Zahlen halt immer nicht aktuell und auch die Gesundheitsämter nicht immer die Sachen direkt aufbereiten können. Und deswegen haben wir halt auch so viele Schwankungen dazwischen. Aber man sieht halt, dass die Änderungsrate sich einen linearen Zuwachs verbucht. Und damit ist auch die exponentielle Entwicklung der aktiven Infektionen. Wenn wir uns bei diesem Szenario betrachten, dann haben wir schon kurz vor Ende November, werden wir dann schon in den Intensivbetten komplett ausgelastet. Hier ist noch ein Diagramm zur Verdoppelungszeit der aktiven Infektionen bei dem jeweiligen R-Wert. Und dort sieht man, wie groß der Unterschied ist, wenn der R-Wert nur um wenige Kommastellen abweicht. Das war's auch schon wieder mit der Sondersendung. Die anschließende Diskussion ging noch einige Zeit weiter, doch das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Wir hoffen, euch hat der Vortrag gefallen. Wenn ja, hinterlasst uns gerne ein Like und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!